ein gewisser Anteil Quark und Öl drin. Der Quark, dass er saftig bleibt, weil bei 300 oder 340, 50 Grad sowas wird das ein Strohkopf. Und das Öl ist drin, dass er knackig wird, also dass er das Knusprige kriegt. Also ich habe wirklich die halbe Nacht überlegt und denke, wieso machen wir Dünnele? Vielleicht kommt es einfach daher, dass in der Nachbarschaft drüben war eine Frau, die hatte in ihrem alten Kachelofen einfach ihr eigenes Brot backen. Und wir als Kinder waren da eigentlich immer dort mit dem Hintergedanke, weil wir schon gewusst haben, dass irgend ein bisschen von dem Teig bleibt da übrig und da gibt es kein ganzes Brotleib mehr, sondern da wird dann ein bisschen Dünnele ausgeballt, sagen wir mir. Und die kommt dann in den Ofen rein und jedes Mal, wenn ich in so Winterdünnele, wenn es Tanja macht, reinbeiße, dann kommt eigentlich die Erinnerung schon ein bisschen wieder auf, wie das früher so war, oder? Und das war immer lecker, so warmes Brot ist einfach was Tolles, oder?